Hallo Leute, in diesem Video wollen wir gemeinsam das vierte Rainballoon Adventskalender-Türchen öffnen. Mal sehen, was wir drin haben. Wir haben in diesem gar nichts drin, weil ich euch nämlich diesmal kein Beispiel zeigen werde. Aber ich sag euch, was wir machen. Wir machen ein Rainballoon Adventkugel für Weihnachten. Das ist das vierte Türchen. Dafür benötigt ihr weiße Gummibänder, rote Gummibänder, dunkelgrüne Gummibänder, Alufolie, ein Lineal und natürlich eine reine Häkelnadel. So, als erstes messen wir uns ein Stück Alufolie ab. Wir rollen es erst ab. Wir nehmen 10 bis 20 cm. Fangen hier an mit Messen. 10. Ich nehme diesmal 20. Das ist hier. Dann reißen wir es dort ab. Ihr müsst es nicht nachzeichnen. Könnt es aber auch mit Bleistift zeichnen. Ich reiße es an einer Stelle ab. So, wenn ihr dann ein Stück genommen habt, faltet ihr es zusammen. So nochmal und dann macht ihr es zu einer Kugel. Ihr formt es einfach ein bisschen. Wenn ihr es dann gründlich formt, wird es eine Kugel. Wenn ihr eure Adventkugel einfach ein Stück größer haben wollt, nehmt ihr nochmal die Alufolie und reißt einfach nochmal ein Stück Alufolie ab. Das mache ich jetzt. Dann wickeln wir das um die fertig gewickelte Kugel. Und schon haben wir eine größere Rainballoon Adventskugel. So, ich wickel das noch ein bisschen. So sieht meine Kugel dann aus. Dann, wenn wir die Kugel bespannen wollen, nehmen wir einfach ein paar Gummibänder und spannen diese auf der Kugel drauf. Ja, wir spannen dann einfach ein paar Gummibänder über die Kugel drauf. Immer abwechselnd, erst grün, dann rot. Oder wie ihr es haben wollt. Einfach über die Alufolienkugel draufspannen. Und das macht ihr jetzt so lange, bis ihr kein Alufolie mehr seht. Bis die ganze Weihnachtskugel mit Gummibändern bespannt ist. Ich zeige das einfach irgendwo ein paar Gummibänder draufspannen, dass ihr kein bisschen Alufolie mehr erkennen könnt. Viel Spaß bis dahin. So Leute, so sieht das aus, wenn wir unseren Ball fertig gespannt haben. So, ihr könnt jetzt eure Christbaumkugel noch mit ein bisschen Bastelglitzer in Gold oder in Silber gestalten. Ihr prüft, was am besten passt. Ich nehme dafür goldenes Glitzer. Oder nehme ich doch silbernes? Ich nehme silbernes, schraube es auf und mache es einmal rund um den Ball. So, dann nehme ich meinen Finger und vertupfe das, schmiere es in den Ball. So, ich verschmiere das einmal rundherum um den Ball. So, und ihr seht jetzt schon, wie es glitzert. Ihr könnt ruhig, wenn euch das nicht reicht, einfach noch ein bisschen mehr drauf schmieren. So. Und wenn ihr dann
euren Ball fertig beschmiert habt mit dem Glitzer, also ihr müsst das nicht drauf machen, könnt das drauf machen, dann lasst ihn trocknen, legt dann auf ein Stück Papier oder Pappe oder legt ihn neben der Heizung. Könnt ihn auch noch mit goldenem Glitzer einreiben. Wenn das getrocknet ist, sieht das sehr schön aus. Wenn euer Ball nun trocken ist, zeige ich euch es weiter. So sieht es aus, wenn eure Kugel fertig getrocknet ist. Sie glitzert. Und wenn sie dann nah am Weihnachtsbaum hängt, sieht man das Glitzern besser. So, als nächstes nehmt ihr nun eine Nadel, also ja, und steckt diese Nadel durch ein paar Gummibänder durch. So, ich habe das immer durch diese Gummibänder. Nicht durch alle, nur ein paar. Und dann zieht ihr ein weißes Gummiband da durch. Müsst aufpassen, das ist sehr, sehr schwierig. Das könnte wegflutschen. So, wenn ihr das durchgezogen habt, sehen wir uns wieder. So, wenn ihr dann alles fertig draufgezogen habt, zieht ihr jetzt noch einmal ein Gummiband durch in weiß und nachher dann auch noch mal ein Gummiband in rot. Und als letztes nochmal ein Gummiband in grün. So, dann könnt ihr nochmal ein weißes Gummiband nehmen, das ebenfalls auch nochmal durchziehen. Gibt es, ups, jetzt ist es mir weggeflutscht. Durchziehen, durchziehen. Gebt es auf dem Haken und gebt das hinterste Gummiband nach vorne und macht dadurch einen Knoten. Zieht fest. So, und fertig ist euer Wellenblumen Christbaumkugel. Ihr hättet dieses auch länger machen können. Und wenn ihr es gewollt hättet, hättet ihr auch dort noch ein wenig Glitzer ran machen können. Viel Spaß damit!